Ja, hallo. Heute ein kleiner Versuch mit meinem Weltempfänger Texan 2000 auf 4583 Kilohertz RTTY-Signal vom Deutschen Wetterdienst in Pinneberg. Ich habe es ja bereits geschafft, mit dem Computer das RTTY-Signal zu dekodieren mit einer schönen Software, JVCOM oder so ähnlich wie die heißt. Werde ich euch das nächste Mal vorstellen. Aber ich wollte es mal auf die Oldschool-Art machen, und zwar ohne Computer. Dazu habe ich mir hier einen Dekodierer besorgt. War echt billig, für 15 Euro bei eBay. Ui, eben war der Empfang mal schlecht. Für 15 Euro bei eBay den Codemaster CWR610E. Ja, der ist von Telerieder. Telerieder Codemaster. Ich glaube, eines der simpelsten Geräte, was Telerieder, die Firma, wer immer die jetzt auch hergestellt hat. Ohne Bildschirm, ohne eigenen Drucker, ohne nix. Hat aber einen Displayanschluss mit einer 3,5 Klinkenstecker, Millimeter. Und hat auch einen Druckerausgang, den ich auch noch ausprobieren werde. 13-polig, da habe ich mir jetzt so einen Adapter besorgt extra dafür. Naja. Auf jeden Fall, er dekodiert wunderbar. Man kann es leider nur sehr schlecht sehen und die Qualität hier auf dem Video ist wesentlich schlechter wie in Wirklichkeit. Das liegt daran, weil ich noch einen richtig alten Röhrenfernseher da dran habe. Und da ist dieses typische Bildschirmflimmern, sobald man ihn abfilmt, ist natürlich da. Ne? Also man kann es erkennen, ja, aber der Hintergrund ist in Wirklichkeit richtig schön schwarz und die Buchstaben schön hellweiß. Sehr klar, auch wenn es jetzt hier auf dem Video nicht so ausschaut. Aber so ist das halt bei den alten Röhrengeräten, ne? Wobei auch die Flachbildschirme man schlecht abfilmen kann, ohne ein Flackern. Ja? Ihr seht es auch, umso weiter ich weggehe, umso mehr Flackern hat man. Aber es funktioniert, sehr gut sogar. Einstellungsgeschichte war jetzt eigentlich das meiste. Ich mache mal leiser, Moment. Das ist das RTTY-Signal. Das habe ich jetzt mal kurz stumm gedreht. Das Schwierigste war eigentlich, sage ich mal, einmal die HF-Spule auf meinen Fernseher einzustellen. Dabei ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Mir ist der Ferritkern leider gebrochen. Ich glaube, der hat aber auch schon einen Knacks weg gehabt. Und da musste ich mir dann nochmal hier Ersatzspulen, das sind genau dieselben oder dieselben oder wie dieselbe, wie da drin auch verbaut ist. Ne? Also die habe ich aus England bestellt, habe ich hier nicht bekommen, von Token. Der Ferritkern, den habe ich aus einer rausgeschraubt und habe sie gerade in den Codemaster wieder reingeschraubt, dann den Ferritkern in das Original Spulengehäuse. Ja, aber jetzt geht's. Ja, er dekodiert wunderbar. Wie gesagt, 15 Euro bei eBay kann man nicht meckern. Also wenn ihr so ein Gerät bekommt, so zwischen 15 und 30 Euro kann man nehmen. Ne? Funktioniert gut, dekodiert sehr gut, aber man muss ein bisschen mehr tun, natürlich. Ne? Einmal klar, Frequenz, die muss natürlich immer stimmen irgendwo, aber man muss natürlich auch mit dem Bovo-Regler hier unten die Geschwindigkeit relativ gut einstellen, damit er auch dekodiert. Sobald ich den verstelle, funktioniert das nicht mehr. Ne? Also dann dekodiert er auch nicht mehr gut. Also der muss schon sensibel eingestellt werden hier. Da aber, wenn man das geschafft hat, dann hat man ein einwandfreies dekodiertes Bild auf dem alten Fernseher. Geht natürlich auch mit einem Flachbildschirmfernseher. Hauptsache er hat einen Antenneneingang. Weil das Bild wird übertragen über den Antennen, über den Standard-Antenneneingang des Fernsehers. Ich probiere mal von unten, vielleicht ist es da besser. Ja, es ist immer noch nicht so schön wie in Wirklichkeit. Naja, durch den Standard-Antenneneingang werden die Daten hier auf dem Bildschirm übertragen. Relativ fehlerfrei, ich sehe gerade einen kleinen Fehler hat er eben gerade gemacht, aber ansonsten alles gut.
Das ist manchmal empfangsbedingt dann halt. Also er dekodiert sehr gut. Wichtig ist, die Baudrate auf 50 Baud einzustellen. Ja. Also hier am Master, also am Code Master, hier bei der Taste Speed, da kann man das umstellen. Hier so eine automatische Korrekturknopf zwischen Zeichen und Zahlen braucht man im Regelfall nicht, nur wenn ganz schlechter Empfang ist und es funktioniert irgendwie überhaupt nicht, dann kann man das durchaus drücken, aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Hier ist der Page-Knopf, damit kann man eine Seite zurückgehen. Dann kann er ja nicht nur RTTY, sondern kann auch andere Morse-Codes dekodieren. Da brauchen wir auch den Knopf, den kann man dann lösen. Und dann dekodiert er auch Morse-Codes. Hier die Taste ist für den internen, ja, Lautsprecher. Ne? Der geht synchron mit dem Blinken der LED. Benutzt man eigentlich nur zum Abstimmen. Das Blinken und das Geräusch sollte übereinstimmen mit dem, was hier aus dem Radio kommt. Ja. Und dann habt ihr eigentlich das sehr gut schon eingestellt. Aber weil das ziemlich nervt, das Gepiepse, schalte ich das aus. Also das ist so diese Oldschool-Art natürlich, ne? Ohne PC und Laptop und ohne Software, wo man das doch relativ einfacher handhaben kann, ohne viele Einstellungsgeschichten. Mal RTTY, also den Seewetterbericht von Pinneberg, hier auf einen Monitor zu bringen oder auf einen Fernseher. Ach ja, ich habe gerade vorhin gesagt, ja, dass das durch den Antenneneingang geht. Es gibt auch die Möglichkeit, von dem Codemaster her den Ausgang für Antenne, also den Antennenausgang umzuschalten. Ich gucke gerade mal, wo ich die Unterlagen habe. Auszuschalten bzw. zu deaktivieren und aus demselben Ausgang ein Videosignal zu bringen. Genau, ich zeige euch das mal. Hier steht es nämlich, ne? Ändern der von Fernsehkanal Output auf Video Output. Allerdings, wie ihr hier seht und lest, ja, muss man an der Platine etwas, tja, kaputt machen, eine Lötbrücke setzen und dann noch irgendwie ein Feld auftrennen, irgendeine Lötbrücke. Ich habe gedacht, bevor ich mir das antue, dann mache ich das lieber mit der HF-Spule, stelle die richtig ein und dann habe ich auch ein einigermaßen geschärftes Bild. Ne? Ja. Ja, schön. Übrigens, momentan als Antenne habe ich hier die Kran, ne? Loop-Antenne. Ah, ist ziemlich dunkel. Ja. Die GS5 SE, sehr gute Antenne von Kran, kleiner Hersteller in Deutschland, macht super Antennen. Ich habe hier auch noch das Langwellen-Nautik-Modul dazu, zum Beispiel für Navtex-Nachrichten ist auch so Wetterberichte, Seewetterberichte, nautische Warnmeldungen und so weiter. Ja, also Kranantenne, Texan. Codemaster und ein alter Bildschirm und schon haben wir das. Ne? Ja, ich hoffe, ihr könnt es, wenn ihr wollt, mal nachmachen. Ist ganz interessant. Wie gesagt, mit dem Laptop geht das schon einfacher und der jeweiligen Software dazu. Aber es ist doch mal ganz schön, ohne die modernen Mittel auch auszukommen. Gut, die Antenne ist jetzt auch nicht so unmodern, aber dasselbe geht auch mit einer Langdrahtantenne oder sonst was, ne? Wo man dann drüber führt. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.